Da war ja was sie. Habt ihr Wochenende irgendwas gemacht? Haben nicht Haberbosch. Was ist denn das jetzt, Haberbosch? Niemals hat dein Handy das Wort Haberbosch gespeichert. Was? Weiß nicht, warum mein Handy bei dem Wort haben Haberbosch schreibt. So nervig. Ja, hol dir halt mal ein gescheites Handy, Mann. Wenn du dir so ein Handy vom Alex andrehen lässt, das frisch aus Russland importiert wurde, bist du ja irgendwo schon auch selber schuld dann. Hol dir halt ein anständiges Handy, das mit deutscher Rechtschreibung ausgestattet ist. Diese Billigkacke vom Alex aus Russland, das solltest du einfach nicht mehr haben. Halt, ich wollte eigentlich, kann ich... Megatrank. Igatrank. Igatrank. Das Problem an dem Spiel ist, man verliert irgendwann die Lust, sich ständig um diesen ganzen Scheiß zu kümmern. Wo ist das hin? Wie einfach diese Materie weg war. Das ist alles ein bisschen merkwürdig hier. Der hat gleich gar keine Materie, der Spaß. Ich heiße euch willkommen, Kinder des Planeten. Was war das? Eine Stimme, hä? Nizi! Unser Bewusstsein lebt lange über den Verfall unseres Körpers hinaus. Denn für den Planeten sind wir Fremde. Er nimmt sich unserer nach dem Tod nicht an. Das klingt ziemlich furchtbar. Tut mir leid für euch. Diese Statue dient der Seele eines Gi als Gefäß. Schon zu lange lauscht niemand mehr ihrem Flehen. Ich bitte euch, leiht ihr euer Ohr. Hallo Katja, hey, du lebst ja noch. Windhund, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Habe ich auch schon lange nichts mehr mitbekommen. Aber im Juli treffen wir uns bei denen im Hof, falls jemand von euch noch Zeit hat. Da könnt ihr mich und den Proffel in Real Life treffen. So richtig mit anfassen und so. Ja. Aber am Leben sind sie auch nicht, oder? Gefangen zwischen Leben und Tod ist doch schlimmer als zu sterben. Du weißt doch gar nicht, wie es ist, tot zu sein. Ich meine, du lebst ja nicht mal richtig, oder? Miau. Sitz wohl im gleichen Boot wie sie. Igi sehnt sich nach Materie. Wo lust du den, wo hörst man sich anfasst? Verstehe ich nicht den Satz. Und das? Materie wird uns die Erlösung bringen. Oh nein, ein Lanzenträger mit G! Bebende Erde! Übertreiben. Don't underestimate me! Meine Verbundenheit zu Tifa ist intimer geworden. Wir haben jetzt imaginären Sex. Alle wollen mich an. Ja, ist mir schon klar, dass ihr mich anfassen wollt. Ich bin wirklich heiß begehrt auf dem Markt der Betatschung. Das ist einfach so. Es ist unser Schicksal, vom Planeten verschmäht zu werden.
Na, immer intim. Ich will immer intim berührt werden. Irgendwie ist das voll laut in meinem Kopf. Na, Georgios, kleiner Penis. Was macht die Vagina? Wie geht's dem Uterus deiner Freundin? Die hat das umgeschmissen. Randale! Wow! Randale! Perlen-Ingwer. Da, Attacke. Ich hau euch allen auf die Fräse. Bam, 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 Alter, fett geil. Ich bin so untenrum, also wirklich. Der Bubi wird so viel angefasst zurzeit. Der ist richtig fertig mit den Nerven. Kann nirgendwo hingehen, ohne dass der ständig berührt wird von irgendwelchen Menschen. Das ist richtig schlimm. Aber ja, ich glaube am 14.07. oder so das Wochenende. Da müsst ihr, wenn wer Bock hat, muss halt in den Landgasthof wiederkommen. Da sind wir dann. Dementsprechend wird es vermutlich auch keinen Livestream geben. Landgasthof wieder. Es ist ein Landgasthof. Das ist am Bodensee. Ich weiß auch nicht, wie viele Zimmer die frei haben, aber... Das ist noch in Deutschland. Das ist eine deutsche Seite vom Bodensee. Ich besuche ja nicht den Windhund direkt, aber halt den Landgasthof von der Anja. Und Windhund und Anja und so werden auch alle da sein. Und der Proffel ist da und die Freundin vom Proffel ist da und die Pupsi wird da sein. Da kann sie mir dann endlich ihre Liebe gestehen. Ich bin da, der Bubi ist da. Ja. Und dann lassen wir uns verwöhnen. Von den Ostdeutschen. Dann zeigen wir denen, wie das früher war, als sie noch unsere Sklaven waren. Ich bin auch schüchtern, Alex. Deswegen werde ich mir da wahrscheinlich voll die Hucke vollhauen und hoffe, dass die Patricia da ist, um mit ihr dann Hardcore-sexuellen Kontakt nachts zu haben. Da ist sie schon! Mit dem Quad willst du da hinfahren? Das ist mir egal. Ihr müsst bloß das klären vorher. Ich weiß ja nicht, ob wie viele Zimmer da frei sind. Ich habe euch das alles schon mal gezeigt. Es gibt eine Webseite. Ich kann euch das auch gerne nochmal im Discord reinstellen dann. Hab wirklich kein gutes Gefühl dabei. Gar nicht. Für das Volk der Gi ist der Tod die Erlösung. Hallo Snuffleball. Und dass sie den Planeten nicht verlassen können. Das ist der Link. Könnte es sein? Dass sie ihn selbst. Die Snow meinte, das wäre für uns geblockt das Wochenende. Also ist vielleicht sogar Platz. Ach so, wenn du hin und zurück fährst. Ja gut, das kannst du auch machen. Also wir werden aber natürlich nicht die ganze Zeit da drin sitzen, sondern halt auch was unternehmen. So. Die Ostdeutschen wollen ja am Berg hoch. Dafür ist es zu spät. Das glaube ich schaffen die sowieso nicht. Wo sollst du sein? Du sollst an dem Wochenende auch in dem Landgasthof sein, damit wir, wenn wir betrunken sind, peinlichen... Sex miteinander haben können. Ja, du kannst ja über Nacht bleiben. Das heißt, ihr seid nicht bergaffin. Ihr habt keine Ahnung, wie anstrengend das ist. Aber ich bringe euch schon hoch. Wie, wann? Wann ist das? Das Wochenende zum 14.07. Also 14. Juli. Wenn es welche gibt, die wirklich Interesse haben, ja, irgendwie so 12. bis 15. oder so, das Wochenende. Ich kann mal, wer Interesse hat, also ernsthaft Interesse hat, der kann mir gerne schreiben.
Da muss ich mal mit der Anja reden, wie, ob da Zimmer frei sind oder so. Ich weiß nicht, wie das geplant ist, weil Snowfall meinte, das wäre geblockt. Wir haben keine Wahl. Wie kann man nicht da sein an dem Wochenende? Dann macht es, dass du da bist. Ihm können wir sie nicht überlassen. Stell dir mal vor, wir betrinken uns in dem Landgasthof und zerlegen einfach alles. Versuchen wir es. Und ich bin nackt. Stellt euch das vor, wenn ich besoffen bin, es kann sein, dass ihr mich nackt sehen werdet. Das kann passieren. Und der Profil, der kniet vor mir und nimmt ihn tief in den Mund. Ja eben, also... Da muss man dann schon... Also ihr müsst schon gucken. Ich denke mal, die kriegt es schon irgendwie hin, die Leute da unterzubringen. Aber natürlich mit einer gewissen Vorlaufzeit. Die, ich denke nicht, dass die am letzten Tag da noch viel Auswahl hat. Dann ist ja auch mitten in der Saison. Hast du die Nummer von der... Achso, die habt ihr nicht, gell? Nicht übertreiben. Oder was ist das denn für ein Spaß? Wie gesagt, also, ich kündige das, ich kann jetzt auch einfach nichts versprechen oder so, weil ich muss ja auch erst mit der Anja reden. Dann muss man natürlich offiziell reservieren. Ich weiß auch nicht, was das kostet und so. Also, es ist jetzt kein Gratisurlaub, also bitte nicht falsch verstehen. Darauf wird es am Ende dann nicht hinauslaufen, dass ihr da einen Gratisurlaub abstaubt. Sondern ich muss ja mein, wenn ich da übernachte, muss ich ja mein Zimmer auch bezahlen. Und eine Nacht werde ich auf alle Fälle bleiben, weil ich wohne ja auch nicht weit weg, aber hin und her fahren ist mir auch zu blöd. Diejenigen, die nicht aus dem Lebensstrom geboren, ich dachte ein Wochenende vorher. Zurückkehren. Und so wandern unsere Seelen umher. Hä, hast du nicht vorhin noch 14.07. gesagt? Dafür verdiene ich zu wenig, Maxi. Ich hätte ja gesagt, würde ich was verdienen, würde ich es über Twitch euch ausgeben, aber da ich mit Twitch aktuell überhaupt keine Einnahmen gefühlt habe, kann ich das nicht machen. Du hast 14.07. gesagt. Ich bin mir ziemlich sicher. Dann ist halt der 19. ein Wochenende später. Soll ich die Sprachnachricht nochmal laufen lassen? Mach ich frei. Einst fiel meinem Volk die Reise. Hör mir das an. Hallo Chili. Wir gebargen unseren Wunsch nach Freiheit in ihr. Prinzessin schreibt man mit Z. Am Ende einer Ewigkeit. Um mal nochmal so klug zu scheißen nebenbei. Die Materia, also dann das Wochenende zum 19.07. So, so rum. Hoffnungsschimmer, der die Erlösung versprach. Check's doch auch nicht. Ich krieg einfach eine Nachricht zwei Tage vorher und dann weiß ich, ich sollte bald losfahren. So stelle ich mir das vor. Dass unsere Gebete nicht umsonst gewesen waren. Ich dachte, die feiert am 14. Geburtstag. Kasi, feiert die jedes Wochenende im Juli. Doch dann drangen die Zetra in unser Land ein. Und kaltblütig entrissen sie uns die schwarze Materia. Und deswegen flehen wir euch an. Bringt unseren Schatz zurück. Bitte. Es wäre schon lustig, ja. Die schwarze Materie, du kannst ja auch deine Freundin mitnehmen, das ist wie Urlaub dann. Mein Volk. Aber wie gesagt, das muss man natürlich, Wir ruhen nicht, bis sie wieder in unserem Besitz ist. Das haben wir geschworen.
Das muss man halt offiziell buchen. Also wie gesagt, ist kein gratis Urlaub auf meinen Nacken. Das passiert natürlich nicht, dafür wird es mir viel zu teuer. Könnte das unserem lang gehegten Hass ein Ende bereiten? Wo ist sie? Es heißt, dass die Ja, ich habe immer ein Zimmer frei. Anja hat das zu mir gesagt. Egal wann ich auftauche, ein Zimmer für mich und Bubi gibt's immer. Und wenn sie irgendwen rausschmeißen muss im Notfall. Also da mache ich mir keine Sorgen, dass ich da eine Schlafmöglichkeit habe. Die räumen für mich sogar die Wohnung auseinander, wo sie selber wohnen im Notfall. Deswegen, es geht darum, dass der Rest natürlich buchen kann. Vergib mir meine Zweifel. Es muss natürlich einigermaßen rechtzeitig passieren, weil das ist Juli, da ist Saison. Darf man nicht vergessen. Wer da eine Woche vorher daherkommt, der hat natürlich verloren. Das müssen die Leute selber klären. Ich schicke euch im Discord nochmal die Daten. Und dann, ich meine, ich kann mit der Anja schon reden, aber dann muss ich wissen, wie viele ungefähr denn Interesse haben von euch. Es scheint, dass uns keine Zeit mehr bleibt. Also das ist aber unabhängig jetzt von Proffel und Snowfall. Das bringt die Schwarze zurück. Das ist dann, das hat jetzt, die kommen so oder so, also die sind schon fertig. Habe ich nicht zugehört. Fuck. Huch, wir sind zurück. Los, gehen wir nach oben. Okay. Da oben wartet der Kimari Ronso, wartet da oben. Ich mach dich stolz, Papa. Hä, das ist aber nicht oben. Ihr habt es unbeschadet zurückgeschafft. Meister Bugenhagen wird hocherfreut sein. Ich bringe euch zu ihm. Folgt mir. Der hat einfach keinen Namen. Der heißt einfach Assistent. Diese Gigeister denken doch tatsächlich, dass wir ihnen ihre Materie zurückbringen. Sie haben sie als ihre Erlösung bezeichnet. Also ist es eine mächtige Materie. Eine vielleicht zu mächtige Materie. Die können wir ihm nicht einfach so überlassen. Und ihm auch nicht. Ihm? Sephiroth. Habt ihr ihn denn nicht gespürt? Nein. Du kennst den Typen am besten. Du sagst, dass er hier... Du musst... 12 Stunden fahren! Boah, ja, okay, das ist schon sehr weit, ja. Ja. Davon sollten wir ausgehen. Was stehen wir dann hier noch rum? Los! Niemand schnappt mir diese Materie vor der Nase weg! Sag mal, Kichi, woher weißt du eigentlich vom Tempel der Setra? Der Alex kommt aus Russland. 12 Stunden Flug von Moskau hierher. Über die Ukraine und da ist ja Krieg. Das heißt, die müssen drum rumfliegen, was länger dauert. Deswegen 12 Stunden. An einem Shinra-Terminal sollten wir mehr herausfinden. Gibt es so eins in Cosmo Canyon? Ich glaube schon. Am besten fragen wir Boogie mal danach. Boogeyman. Aber 12 Stunden von NRW? Das ist schon weit. Also ich fahre... doch, kommt hin. 9 Stunden oder so fahre ich, glaube ich, nach Köln. Ach, mit dem Zug. Ja, okay. Keine Ahnung, mit dem Zug fahre ich nicht. Was für ein Glück. Jetzt mach dir ist mir in Deutschland zu nervig, mit dem Zug zu fahren, da bin ich ganz ehrlich. Ich bin immerhin der Sohn des großen Kriegers Seto. Boogie? Ich habe eine Frage. Im Tal müsste es ein Terminal geben, das an das Netzwerk von Shinra angeschlossen ist. Nur wo? Oho. Ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst. Ein Terminal? Ja. Überaus interessant. Was hast du gemacht? Es hat mich sehr fasziniert. Warst du betrunken? Warst du bekifft? Zu viele Punkte gesammelt? Es auseinandergenommen. Und es zu einem Generator umgebaut, der uns seitdem mit Strom versorgt. Miau! Kennst du den Tempel des alten Volkes?
Ich verstehe nicht ganz. Die Zetra haben keinen Gott, den sie anbeten. Warum sollten sie also einen Tempel errichtet haben? Gute Frage. Geheim, oh je. Oh je. Aber es gibt zahlreiche Legenden. Merkwürdige Machenschaften sind da passiert. Ein Bauwerk, dem ein Mensch, ignorant der Lebensweise der Zetra gegenüber, die Bezeichnung Tempel verpasst haben könnte. Du bist der Beste, Opa. Wer hat es nicht, Alex? Wer hat es nicht? Aber mein Führerschein war mir immer heilig. Egal, was ich gemacht habe, ich wollte nie meinen Führerschein gefährden. Es könnte passieren, dass ihr dort nicht mit offenen Armen empfangen werdet. Manchmal hatte ich auch einfach Glück. Es kommt auch noch dazu. Schaut, horcht und fühlt. Oh ja. Saugt all das Wissen im Tempel auf, das es in Büchern nicht gibt. Und wenn ihr zurück seid, berichtet mir doch, was ihr gelernt habt. Meister Bugenhagen! Was ist? Ich habe zu tun. Aber der Mann in dem schwarzen Umhang ist zurück. Was sollen wir tun? Ach je, ein Bekannter von euch? Wo ist er jetzt? Er ist am Eingang zum Tal. Sehen wir nach, Cloud. Ja. Kannst du den Schnellreiseservice innerhalb Cosmo Canyons einen Mentor ansprechen? Pass mal auf, aber die beiden haben das jetzt gelernt. Das heißt, ich tausche die beiden jetzt aus für die Oerit und den Katzensit. So. Du hast Angst. Möge der Planet uns alle Zeit schützen. Aber es gibt auch Fahrschulen, die sich wirklich auch um Angstschüler recht gut kümmern. Autofahren ist alles eine Sache der Erfahrung. Es wäre bloß eine Marco-Vergiftung. Nebel. Heim. Nebelheim. Nebelheim ist doch... das Dorf, aus dem wir kommen. Aber natürlich! In Nebelheim finden wir auf jeden Fall ein Terminal. Richtig. Dort gab es eins. Cloud, du hast es vorhin doch gesagt, dass man mir ruhig vertrauen kann, nicht? Vielleicht hast du auch nur gelogen. Aber selbst wenn, ich will dir beweisen, dass du absolut recht hattest. Aber... versuchen wir es. Verzeiht die Einmischung, aber ihr wollt nach Nebelheim? Dort kommt ihr von hier aus nämlich nicht hin. Ja, so ein Scheiß. Nicht über Land. Mit dem Fahrrad ein Tag, ja läuft. E-Fahrrad und ab dafür. Rauchzeichen, richtig? Genau. Na dann mal zurück zum Flugplatz. Cloud, ich konnte ganz in der Nähe eine Protosubstanz orten. Allerdings ist das Signal nur schwach. Na klar. Den genauen Standort konnte ich daher leider nicht bestimmen. Aber das Signal ist schon mal ein guter Anhaltspunkt. Fahrradfahren findest du gay? Was? Ja, aber warum? Warum ist denn Fahrradfahren bitte gay? Wo ist denn der... sieht schwul aus. Ach, so ein Quatsch. Was redet der Mann da bloß?
Fahrradfahren, sagt er, ist gay. Der spinnt doch, oder? Kannst du doch nicht machen, Fahrradfahren. Ich hab kein Fahrrad, aber gay ist es nicht. Gay ist, wer gay ist, denkt. Ja, du musst halt eins mit Sattel nehmen, weißt du? Dann, geht es. Komme ich denn da hin? Aufzug zur Sternwarte. Achso, okay, pass auf. Sternwarte kann ich doch teleornanieren. Möge der Planet uns alle Zeit schützen. Juliette! Na? Was macht der Vaginaleingang? Sternwarte. So, und irgendwo hier ist jetzt eine Mission, oder was? Da ist er, der Bogenhelden! Oh, Nanaki! Opa, was machst du hier? Oh, das will ich dir gerne sagen. Ich suche alles zusammen, was ich brauche. Ich gedenke nämlich, etwas Feldforschung zu betreiben. Das habe ich schon viel zu lange nicht mehr getan. Ja, aber das können wir doch für dich machen. Du solltest nicht... Also ich muss doch sehr bitten. Ich bin so fit wie lange nicht mehr. Das verratest du nicht. Hallo, Jason. Frauen auf dem Fahrrad ohne Sitz, ich glaube, denen geht's gut. Die haben immer Spaß. Siehst du, ich hab's doch gewusst. Deine Feldforschung übernehmen wir. Und du ruhst dich aus. Mir geht's gut und selbst... schon mal hier seid, ist das vielleicht gar in Ordnung. Gut, was sollen wir tun? Diesen Bericht habe ich verfasst, als ich... Sieht ungewöhnlich aus. In der Tat. Der Lebensschuss eben die... Allerdings... Nun, vielleicht könnt ihr ja etwas Licht ins Dunkel bringen. Zuckerschnecke, sag mal. Habt ihr alle so einen leicht angehauchten lesbischen Kontakt oder was ist da los? Die Makrowelle mit meinem Messgerät untersuchen könntet. Alles klar, machen wir. Nach der vertrockneten Lebensquelle suchen. Das klingt aber langweilig. Was ist denn das? Ich muss so einen Zipfel finden. Hoppala. So, und wie komme ich da hin? Ah, okay. Das ist sogar noch weiter hinten dann. Schau mal an. Seminarraum. Möge der Planet uns alle Zeit schützen. Wohin soll es gehen? Zipfel ist doch ein lustiger Name. Ich weiß jetzt gar nicht, was du hast. Solche Omen sind an sich nicht unbedingt selten.
ihr seid die... Es ist so. Seht ihr dieses Ungetüm, welches schon seit grauer Vorzeit als Vorbote großen Unheils... Wie furchtbar! Es ist nicht das erste, doch bis zum heutigen, dieses kosmische Himmelsereignis, das ist die Gefahr gebannt, regnet ein... In der Tat. Ich muss dazu sagen, dass diese Bilder nicht hier... Denkbar wäre daher auch, dass der Sternenschauer bereits war. Machen wir uns auf... Du gibst doch eh keine Ruhe. Oh, jener Vorbote... Hier! Nehmt diese Referenzunterlagen und ein Aufzeichnungsgerät mit euch. Fangt den Sternschauer in gleicher Weise ein und bringt uns dann die frühe Kunde. Möge der Planet. Klingt scheiße, ehrlich gesagt. Klingt nach richtig langweiligen Missionen. Yay! So gar keinen Bock drauf. Yay! Macht es weg. So. Jetzt pass auf, ich mach erstmal. Erstmal dahin. So. Final Fantasy VII Rebirth ist es. So, was ist jetzt hier so ab? Was geht hier so ab? Andere Richtung. Wie komme ich da hoch? Wie nervig, dass ich jetzt unten bin. Bin immer noch unten, oder? So eine Scheiße. Aha. Mach! Okay, also irgendwie muss ich jetzt da hoch. Wie auch immer das geht. Das ist wieder toll. Das ist ja das, was ich am meisten liebe in diesem Spiel. Orientierung haben. Davon habe ich immer so unfassbar viel. Aber das könnte gehen. Das ist der Vorbote des Unheils. Ich bin total konzentriert. Zack, wie das? Nichts zu Ende. Alles geht. Und los. Mau, was kann denn der? Wo? Ich bin Thaddeus, 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 Thaddeus! Ich bin Thaddeus, 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 Thaddeus! Mogri Position! Bälle, 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 Mogri Position! Beschwöre noch nicht den Neo Bahamut. Barrierendurchbruch. Wollen wir mal den Neo Bahamut sehen? Neo Bahamut! Tob dich aus. Tob dich aus, sagt er.
Geiler Typ. Mein armes Herz. Sehr gut, das wollte ich, dass er die scheiß Fertigkeit meistert. Mega Mobbox! Ich sehe nichts, Gras. Bruder, da ist Gras. Animiertes Gras ist im Weg. Schnell, mach ein Foto! Aha. Aha. Wie zoome ich da? Hä? Leg halt die blöde Kamera weg, Mann! Oh mein Gott, ich liebe Pimmel! Da war's. Da. Wie fotografiere ich jetzt hier? Ja, das sieht doch gut aus. Ja, passt schon. Was du so alles kannst. Lass uns auch woanders schauen. Okay. Das war das eine.